spiel mal Schach. Magst du Gradlinigkeit? Leute, die ins Messer laufen, als wären sie nicht gescheit, die sich nicht die Mühe machen, eine Taktik zu durchschauen und nur aktionistisch auf die geraden Wege bauen, für Umwege zu faul von Strategie, nicht eine Spur. Fokussiert auf gerade Strecke, lernt man nur auf harte Tour. Lenk die doch einfach ab, sag was, was ihnen gefällt. Schon sehen sie nicht mehr, was man vor ihre Füße stellt. Mit solchen Leuten hat man ziemlich leichtes Spiel, wenn man sie in der Falle hat, ist man am Ziel. Die sind ehrgeizig, naiv und talentiert zum Kompromiss, völlig unflexibel, so als hätten sie unheimlich Schiss. Mach dir keine Hoffnung und denk nie, die geben nach. Das sind doch nur sture Böcke, jeder hält, was er versprach. Man muss die Gegner kennen, sie nur spalten und enteiern. Dann kriegt man, was man will, kann mit ihnen auch noch feiern. Hat man sie eingebunden und dabei domestiziert, sind sie am Ende ohne Rückgrat und nicht einmal frustriert. Mit solchen Leuten hat man ziemlich leichtes Spiel, wenn man sie in der Falle hat, ist man am Ziel. Wechsle mal die Perspektive, um das Geschehen zu verstehen. Mal die Schachfiguren tauschen, das Schachbrett einfach drehen. Dann erkennt man manches klarer, begreift vielleicht das Spiel, was man wie gewinnen kann und wann verliert man viel zu viel. Steht einer freundlich lächelnd vor dir, bietet einen Kompromiss, wo ein Konsens unerreichbar, also auch nicht möglich ist. Dich zu umgarnen, einzuwickeln, das ist Strategie, um zu erreichen, was sie wollen. Überlegen sie sich wie. Mit solchen Leuten hat man ziemlich leichtes Spiel, wenn man sie in der Falle hat. Ist man am Ziel. Guck, was man dir bietet und was dir genügen soll. Sieh dir an, wer sagt dir, das wär prima, wär doch toll. Sperr weit die Augen auf und hör genauer hin. Du steckst im Handumdrehen sonst schon in der Falle drin. In manchen Fragen nimm's, wie's ist. Ist ein Konsens nicht zu erreichen, gibt es keinen Kompromiss. Lässt du dich ein auf eine Suche nach Konsens, du dein Spiegelbild irgendwann nicht mehr erkennst. Mit solchen Leuten hat man ziemlich leichtes Spiel, wenn man sie in der Falle hat. Ist man am Ziel.